Zu einem Glücksspielautomaten in einer Kneipe fing es an. Wir treffen einen Spielsüchtigen aus Erfurt. Er will anonym bleiben. Ich hatte gesehen, wie an der Spielhalle jemand 100 Euro gewann. Da dachte ich, das musst du doch auch mal können. Diese Spielsucht hat mich dann also da so weit gebracht, dass ich mich nicht mehr selbst kontrollieren kann. Und das ist eigentlich das Tödliche bei der ganzen Geschichte. 4 Jahre spielte er jeden Tag an den Automaten. Seine Rente reichte oft nicht aus. In guten Monaten habe ich von 1100 Euro, die ich im Monat habe, 300, 400, 500 in der Spitze verspielt. Die Gewinner sind aber nicht die Spieler. Nach Änderung der Spielverordnung 2006 stieg die Zahl der Automaten rasant an. Gab es 2002 noch 160.000 Geldspielautomaten, so waren es 2011 bereits 242.000. Experten sind der Meinung, dass die Automaten oft der Einstieg in die Spielsucht sind. Die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen hat Probleme mit den Geldspielautomaten. Rund 80% der Klienten in den ambulanten Suchtberatungsstellen kommen aus diesem Bereich. Die aktuellen Prävalenzstudien gehen davon aus, dass wir rund 500.000 problematische und pathologische Spieler in Deutschland haben. Weder in einer Spielothek noch in einer staatlichen Spielbank dürfen wir die Gäste filmen. Optische Unterschiede zwischen gewerblicher Spielothek und staatlichem Casino kann man kaum finden. Überall Spielautomaten. Selbst der Roulette-Tisch im Casino ist ein Automat. Der entscheidende Unterschied: in staatlichen Spielhallen wird stärker kontrolliert. Die Person, die bei uns spielen möchte, muss am Eingang sich identifizieren in Form des Personalausweises, der dann abgeglichen wird mit einer Spieldatenbank, wo die gesperrten Spieler in Deutschland von allen Spielbanken auch vorgehalten werden. Wer in den letzten Jahren das große Geld mit dem Glück gemacht hat, zeigt diese Entwicklung. 2002 hatten die staatlichen Spielbanken noch einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro. Lotto 8,3 Milliarden und die Geldspielautomaten 5,7 Milliarden Euro. Bis 2011 hat sich das drastisch geändert. Spielbanken hatten da einen Umsatz von 6,16 Milliarden, Lotto 6,6 Milliarden und die Automatenindustrie sage und schreibe über 18 Milliarden Euro. Bei einer anderen Glücksspielart gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das Spiel vor dem heimischen Computer. Auch dieses birgt große Gefahren. Das Angebot von Glücksspielen im Online-Bereich ist mit einer hohen Suchtgefahr verbunden, weil dieses Produkt praktisch rund um die Uhr verfügbar ist. Zwar nicht umsatzstärkste, jedoch meist gespielte Glücksspielart ist aber noch immer Lotto. Doch macht es auch süchtig? Das Lottospiel hat ein geringes Suchtpotenzial. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen langgestreckten Spielablauf handelt. Es gibt letztendlich nur 2 Ziehungen pro Woche und das reizt keinen süchtigen Spieler. Die Spielsucht entwickelt sich nach Expertenmeinung also vor allem hier, in den 9000 gewerblichen Spielotheken. Nur 1% der Spieler sollen 58% des Umsatzes bringen. Auch dieser Mann, der anonym bleiben will, gehörte zu diesem 1%. Auch er war spielsüchtig. Ich habe da an der Gaststätte mal ein paar Spiele gesehen und habe da gesehen, dass die auch gewonnen haben. Und da irgendwann ging mir das durch den Kopf rum, das kannst du auch mal probieren. Ja, und so fing das an. Also meine Schulden durch das Glücksspielen belief sich auf rund 120.000 Euro. Und die Steuereinnahmen des Glücksspiels sind etwa genauso hoch wie das, was der Staat später für die Bekämpfung der Suchtfolgen ausgibt. Deshalb ist die Forderung des Deutschen Städtetages ganz klar. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass die Einstiegsdroge, wenn man das so sagen darf, im Regelfall der Geldspielautomat ist. Wir gehen ja davon aus, dass es ganz klug wäre, Geldspielgeräte nur noch in Casinos, also in staatlichen Einrichtungen zu betreiben. Das wäre wohl das Aus für gewerbliche Spielhallen. Wir treffen uns mit dem Pressesprecher des Automatenriesen Merkur. Wie sieht er das Suchtproblem? Erhebungen, und die haben nicht wir gemacht, besagen, dass in Deutschland 99% der Erwachsenen völlig problemfrei spielen. Und es gibt natürlich immer welche, die diese Spiele auch missbrauchen. Aber man würde die Bürger mit etwas einschränken, was überhaupt nicht nötig wäre. Und die Leute, die vielleicht wirklich Probleme haben, die würde man dann ins Internet treiben. Soweit sollte es bei ihm nicht kommen. Er hat sich in Behandlung begeben. Automaten sind für ihn jetzt tabu. Und er wollte selbst etwas tun, gründete eine Selbsthilfegruppe. Für ihn ein Anfang, um Spielsüchtigen zu helfen.
Die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen hat Probleme mit den Geldspielautomaten. Rund 80% der Klienten in den ambulanten Suchtberatungsstellen kommen aus diesem Bereich. Die aktuellen Prävalenzstudien gehen davon aus, dass wir rund 500.000 problematische und pathologische Spieler in Deutschland haben. Weder in einer Spielothek noch in einer staatlichen Spielbank dürfen wir die Gäste filmen. Optische Unterschiede zwischen gewerblicher Spielothek und staatlichem Casino kann man kaum finden. Überall Spielautomaten. Selbst der Roulette-Tisch im Casino ist ein Automat. Der entscheidende Unterschied: in staatlichen Spielhallen wird stärker kontrolliert. Die Person, die bei uns spielen möchte, muss am Eingang sich identifizieren in Form des Personalausweises, der dann abgeglichen wird mit einer Spieldatenbank, wo die gesperrten Spieler in Deutschland von allen Spielbanken auch vorgehalten werden. Wer in den letzten Jahren das große Geld mit dem Glück gemacht hat, zeigt diese Entwicklung. 2002 hatten die staatlichen Spielbanken noch einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro. Lotto 8,3 Milliarden und die Geldspielautomaten 5,7 Milliarden Euro. Bis 2011 hat sich das drastisch geändert. Spielbanken hatten da einen Umsatz von 6,16 Milliarden, Lotto 6,6 Milliarden und die Automatenindustrie sage und schreibe über 18 Milliarden Euro. Bei einer anderen Glücksspielart gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das Spiel vor dem heimischen Computer. Auch dieses birgt große Gefahren. Das Angebot von Glücksspielen im Online-Bereich ist mit einer hohen Suchtgefahr verbunden, weil dieses Produkt praktisch rund um die Uhr verfügbar ist. Zwar nicht umsatzstärkste, jedoch meist gespielte Glücksspielart ist aber noch immer Lotto. Doch macht es auch süchtig? Das Lottospiel hat ein geringes Suchtpotenzial. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen langgestreckten Spielablauf handelt. Es gibt letztendlich nur 2 Ziehungen pro Woche und das reizt keinen süchtigen Spieler. Die Spielsucht entwickelt sich nach Expertenmeinung also vor allem hier, in den 9000 gewerblichen Spielotheken. Nur 1% der Spieler sollen 58% des Umsatzes bringen. Auch dieser Mann, der anonym bleiben will, gehörte zu diesem 1%. Auch er war spielsüchtig. Ich habe da an der Gaststätte mal ein paar Spiele gesehen und habe da gesehen, dass die auch gewonnen haben. Und da irgendwann ging mir das durch den Kopf rum, das kannst du auch mal probieren. Ja, und so fing das an. Also meine Schulden durch das Glücksspielen belief sich auf rund 120.000 Euro. Und die Steuereinnahmen des Glücksspiels sind etwa genauso hoch wie das, was der Staat später für die Bekämpfung der Suchtfolgen ausgibt. Deshalb ist die Forderung des Deutschen Städtetages ganz klar. Der Deutsche Städtetag geht davon aus, dass die Einstiegsdroge, wenn man das so sagen darf, im Regelfall mich nicht mehr selbst kontrollieren kann. Und das ist eigentlich das Tödliche bei der ganzen Geschichte. 4 Jahre spielte er jeden Tag an den Automaten. Seine Rente reichte oft nicht aus. In guten Monaten habe ich von 1100 Euro, die ich im Monat habe, 300, 400, 500 in der Spitze verspielt. Die Gewinner sind aber nicht die Spieler. Nach Änderung der Spielverordnung 2006 stieg die Zahl der Automaten rasant an. Gab es 2002 noch 160.000 Geldspielautomaten, so waren es 2011 bereits 242.000. Experten sind der Meinung, dass die Automaten oft der Einstieg in die Spielsucht sind. Die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen hat Probleme mit den Geldspielautomaten. Rund 80% der Klienten in den ambulanten Suchtberatungsstellen kommen aus diesem Bereich. Die aktuellen Prävalenzstudien gehen davon aus, dass wir rund 500.000 problematische und pathologische Spieler in Deutschland haben. Weder in einer Spielothek noch in einer staatlichen Spielbank dürfen wir die Gäste filmen. Optische Unterschiede zwischen gewerblicher Spielothek und staatlichem Casino kann man kaum finden. Überall Spielautomaten. Selbst der Roulette-Tisch im Casino ist ein Automat. Der entscheidende Unterschied: in staatlichen Spielhallen wird stärker kontrolliert. Die Person, die bei uns spielen möchte, muss am Eingang sich identifizieren in Form des Personalausweises, der dann abgeglichen wird mit einer Spieldatenbank, wo die gesperrten Spieler in Deutschland von allen Spielbanken auch vorgehalten werden. Wer in den letzten Jahren das große Geld mit dem Glück gemacht hat, zeigt diese Entwicklung. 2002 hatten die staatlichen Spielbanken noch einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro. Lotto 8,3 Milliarden und die Geldspielautomaten 5,7 Milliarden Euro.
Bis 2011 hat sich das drastisch geändert. Spielbanken hatten da einen Umsatz von 6,16 Milliarden, Lotto 6,6 Milliarden und die Automatenindustrie sage und schreibe über 18 Milliarden Euro. Bei einer anderen Glücksspielart gibt es keine verlässlichen Zahlen. Das Spiel vor dem heimischen Computer. Auch dieses birgt große Gefahren. Das Angebot von Glücksspielen im Online-Bereich ist mit einer hohen Suchtgefahr verbunden, weil dieses Produkt praktisch rund um die Uhr verfügbar ist. Zwar nicht umsatzstärkste, jedoch meist gespielte Glücksspielart ist aber noch immer Lotto. Doch macht es auch süchtig? Das Lottospiel hat ein geringes Suchtpotenzial. Das liegt einfach daran, dass es sich um einen langgestreckten Spielablauf handelt. Es gibt letztendlich nur 2 Ziehungen pro Woche und das reizt keinen süchtigen Spieler. Die Spielsucht entwickelt sich nach Expertenmeinung also vor allem hier, in den 9000 gewerblichen Spielotheken.